Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Ich bin's, euer Max Deus, und ja, ist jetzt ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe vergessen, was wir jetzt eigentlich vorhatten. Ich weiß nur, dass wir in der letzten Aufnahmesession geschafft haben, hier, wo ist denn das jetzt? Anglea zu finden. Also wir haben diese eine Quest für die für den Anführer von Rihard erledigt und jetzt Fangler gefunden. So, das müsste dann auch irgendwo hier sein, irgendwo im Norden. Da haben wir's. Ich würde sagen, wir können das mal ausprobieren, vorausgesetzt wir haben jetzt genug Items. Muss ich jetzt mal schauen. So, ob wir ja, Portion of Healing und Stamina haben wir genug. Ebony Buckler, Ebenerz, Dings haben wir auch. So, Gold sind wir wieder bei 18.000 immer noch, das ist gut. Bin aber auch mal eben ganz schnell hier in einem Store mal gucken. Nearest Store, genau. Northeast. Okay. Dann gehen wir mal diesen Weg Richtung. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas aus Ebenerz finden können, kriegen können. Hallo, warte mal. Kannst du mir mal sagen, wo nächstes Store ist? Nice. Hat die mir auf die Map geschrieben. Ah, okay, dort. Also diesen Weg. Und hier rein. Und da haben wir schon. Mal gucken wir mal, ob wir noch irgendwas aus Ebenerz kriegen. Irgendwas als Rüstung oder sowas. So. Wir gucken zuerst mal. Eine Waffe haben wir. Wir brauchen jetzt langsam Ebenerz Rüstung. Hat er nichts? Er hat leider nichts an Ebenerzrüstung. Schade. Schade, schade. So. Da können wir aber einfach mal jetzt nach Fangler reisen. Ja. Und schnell reisen. Fangler, you stand before the Dragon Gate of Fangler, humbled before its majesty. The dwarven hall seemed abundant long ago. Its stone walls cracking with age and neglect. Somewhere within its dank depths lies the first piece of the Staff of Chaos. Huh? Okay. Also sind wir jetzt dort? Oh. Mal, ich will auch noch die Map hier sehen. Okay. You stand in Fangler. It's Dwarven Passages. Run 4 miles under the earth. Fangler ist also eine Zwergenruine. Oh, da liegt wieder was. Hier ist schön hell. Aber auch sehr blutig hier alles. Oder liegt. Da liegt was zum Looten auf jeden Fall. Aha, Amulett. Warhammer. Warhammer ist gut. Kann man gut verkaufen, hoffentlich. Weiß ich, wenn wir da runterfallen. Wollen wir mal ausprobieren? Komm. Ja, hier können wir runter. Okay. Würde nichts passieren. Jetzt ist nur die Frage, wo wollen wir entlang? Wollen wir jetzt da lang oder dort entlang?
Oder hier entlang. Ich weiß es nicht. Ach, komm, wir gehen. Da entlang geht es auf jeden Fall nicht. Okay. Dann gibt es nur diesen Weg oder dieses eine Loch. Die wurde attackiert oder so. Nervös macht mich Fangler schon ein bisschen. Ich wollte schon sagen, warum treffe ich die nicht? Der hatte nichts. Und der hatte nichts. Geheimgang gibt es hier nicht. Gehen wir hier mal rein. Und noch mehr Skelette. Oh, oh. Healing. Der hat einen Stab, brauchen wir nicht. Auch einen Stab, brauchen wir nicht. Mal schauen, gibt es hier vielleicht irgendwelchen Loot? Ja, aber hier geht es weiter auf jeden Fall. Aha. Wie groß ist denn das? Kann ich jetzt noch nicht so wirklich sagen, wie groß. Aber ich würde sagen, wir speichern immer so zwischendurch. Hier aber auf dem zweiten. Ich würde sagen, wir gehen hier erstmal geradeaus und gucken, wo wir ankommen. Oder hier hin. Oh, Gold. Hier ist ein Gold, immerhin. Besser als gar kein Gold. Warte mal. Ah, okay. Dieses Loch hat uns direkt hierhin geführt. Gehen wir mal da rein. Oh, da geht es auch sogar noch weiter. Und hier wären wir. Minenschacht, ah. Und hier, genau, von hier kamen wir. Das ist ja ein Irrgarten hier, ey. Das ist ein richtiger Irrgarten. Okay, wir probieren es hier einmal aus. Ah, okay, wir sind hier, wo wir im Grunde herkamen. Ich habe mich jetzt vor diesem Fass hier erschrocken. Genau, und das ist der, wo wir gerade durchgingen, um hier unten anzukommen. Aber da unten geht es auch noch weiter. Oh, das geht ja noch weiter runter. Das ist ein Fang leer. Ah, Loot. Und Belt nehmen wir mal mit. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir gehen hier auch noch mal rein. Vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. Genau, den.
Ja, gehst du auch mal drauf? Der hat nichts. So, dann haben wir hier auch schon alles geschlossen durchgeguckt. Ne, da waren wir noch gar nicht. Hier rechts. Wenn wir hier reingehen. Hat sich auch nicht gelohnt. So. Ja, dann gehen wir hier weiter durch. Schauen wir mal, wo wir ankommen. Irgendwas höre ich. Komm, wir erkunden erstmal die komplette östliche Seite. Das heißt, wir gehen hier erstmal rein. Auch nichts. Und hier gibt es auch nichts. Oh, woher kommst du denn auf einmal? Ey, mach mich nicht kaputt hier. Hallo? So. Und der hat wenigstens 18 Gold. Noch einer. Der hat nichts. Schade. So, und dann haben wir hier wieder so einen Minenschacht. Gehe ich von aus auf jeden Fall. Nö, hier. Das ist nur ein Loch. Also, diese Gänge haben wir schon mal durch. Das heißt, wir müssen wieder hier lang. Schon richtig? Ja. Im Grunde schon. Genau, hier müssen wir hin. Oh, hier haben wir wieder so ein Loch. Und weiter geht's hier auch nicht. Ah? Wir hätten aber rein theoretisch hier noch einen Weg. Wir können jetzt entweder ins Loch rein und gucken, wo es hinführt. Und das machen wir jetzt auch mal. Gemeinschaft A. Wo bin ich jetzt genau? Ah. Und hier jetzt ein bisschen nördlich diesen Weg. Haben wir noch gar nichts erkundet? Warte, da war... Das ist ein Weg. Hier geht's nicht mehr weiter, okay. Da konnte ich irgendwie nicht weiter, warum auch immer. Das heißt, das hier können wir erstmal noch nicht erkunden, was da gibt's. Dann können wir wenigstens weiter hier Richtung Süden mal gehen. Hier geht's nirgendwo weiter, dann hier lang. Norden oder Süden? Den oder den? Ich glaube, wir nehmen den. Gar nichts. Ja,
Der hat auch nirgendwo hingeführt. Hier führt es auch nirgendwo hin? Ah, okay. Hier ist alles nur so... Okay, okay. Weiß ich Bescheid. Und wir gehen mal aber so weit südlich es geht. Einfach nur mal zu gucken, wie weit runter wir auch kommen. Ah, das ist schon... Oha. Anglia ist schon... Ist schon riesig. Ja, hier wieder was. Ah, hier geht's wieder raus. Wo sind wir jetzt? Das hört sich nach einem Minotaurus an. So, ich würde aber sagen, ich mache ein kleines Päuschen. Ich muss jetzt ganz dringend auf Toilette. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. So, da bin ich wieder. Ich habe mir auch eben ganz kurz noch was zu essen bestellt. Also, bitte. Oh, was haben wir hier gefunden? Gold, Daikatana, den nehmen wir mit. Borg, weiß nicht, was das sind. Plattenhelm. Komm, wir nehmen hier alles mit. Von den Schätzen nehmen wir alles mit. 73 Gold, Mark. Gold, Amulett, Tanto. Ja, Mark. Silber Longsword und Beck. Boah, das ist geil, was wir hier gefunden haben. Aber die Wände sind ein bisschen gruselig. Sind wir jetzt genau? Ah, okay. Hier geht es aber auch nicht mehr wirklich weiter. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg hier wieder zurück. Boah, ich hoffe, wir finden den Weg auch zurück, oder? Hier geht es auch irgendwie, glaube ich, weiter. Naja, aber ich höre Minotaurus. Irgendwo muss er doch hier weitergehen, ne? Mir aktuell nur mit den Dingens hier von dem Licht, das da über mir ist, orientieren. Ah. Hier geht's hoch. Ah, okay, und so kommen wir da. Alles klar. So geht's wieder weiter Richtung Würde. Jetzt sind wir, genau, jetzt sind wir hier. Dann können wir hier mal runtergehen und schauen, was da gibt's. Genau. Den haben wir gehört. So. Und, hat der was? 70 Gold, immerhin. Auch noch einer. Woher kommst du denn auf einmal? So, der hat aber nichts. Aber wir haben hier eine neue Tür. Mit einem neuen Minenschacht. Wollen wir da reingehen? Ja, wir gehen da mal rein. Minenschacht 0 oder O. Nein, Spinne! Nein! You cannot travel. Hä? Ich wollte auch nicht. Wie lange bin ich noch paralysiert? Ja. Digga, das hat kaum gehalten. Boah. Ich hasse Spinnen. Aber wo sind wir?
Okay. Ich würde sagen, hier speichern wir auch noch einmal ganz kurz hier. Hinter mir ist jetzt nichts, ne? Ah, und hier gehen die Schachte wieder weiter. Glaube ich, hier ist irgendwie noch ein Raum. Kann das sein? Gehen hier einmal ganz kurz rein. Gucken mal, ob hier wirklich so ein Raum ist. Ja, ist ein wunderschöner Raum. Macht mich traurig. Ich hatte wieder auf Gold gehofft. Nein, komm. Wieder hoch. Ah. So. Da hinten gibt es wieder was zu looten. Loot, loot, loot. Gold, Katana. Nice. So. Wie weit geht's noch? Ah, wir sind schon am westlichen Ende. Und fangen leer. Oder Lyre. Oder. Wie spricht man es eigentlich richtig aus? Ich sag dazu immer irgendwie fangen leer. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt richtig ist. Minenschacht 0. Wieder mal. Glaube ich überhaupt richtig? Ja, ich hätte die andere Richtung nehmen sollen. Aua! Digga! Oh, gleich zwei Stück! Warte mal, bevor wir kämpfen, weiter gegen die. Okay, seitdem wir Dings haben, hier diesen... Ja! Ja, Mann! Wieder ein Levelaufstieg. Nur drei, aber egal. Ich würde sagen, wir gehen dieses Mal auch mal ein bisschen auf Agility. Denn mit Agility kann man, glaube ich, das hier auch noch verbessern. Ich glaube, mittlerweile hier... Das hier alles steht für das und das. Das hier für den... Das hier für das. Das hier und hier. Das hier, naja, ist nur Geschwindigkeit. Das hier für das und das. Das hier für Charisma. Und das hier, glaube ich, dafür. Ist meine Vermutung. Ich weiß es noch nicht. Ich habe es noch nicht raus. Aber, ich glaube, den Buckler wollen wir nicht. So, wo stecken wir jetzt überhaupt erstmal? Wir wollen ja natürlich hier alles erkunden, alles entdecken. So, den machen wir auch platt. Der hat nichts. So. Ich glaube, wir gehen mal vielleicht doch erstmal Richtung Süden. Gibt's nix. Ja, dann bleibt uns nur dieser Weg. Irgendwo höre ich schon wieder einen Minotaurus. Bleibt uns auch wieder nur dieser Minenschacht. Falls der auch irgendwo hinführt.
Oder eben. Boah! Wo kommt der Ghoul auf einmal her? So, kleines Arschloch. Immerhin 32 Gold hatte der. Wie viele Health Potions haben wir noch? Ach, 52 das. Sauber. Habe ich auch gerade gesehen, wir sind Level 10. Wir sind hier jetzt ein gemachter Mann. Irgendwo muss es doch aber weitergehen, oder? Oder muss ich jetzt den kompletten Weg hier wieder zurück, weil es hier nicht mehr weitergeht? Obwohl, könnte sein, dass es da weitergeht. Dort unten. Jo. Gut. Tatsächlich. Minenschacht 0. Das hat sich irgendwie nach Türen angehört. Habt ihr das gehört? Kommst du noch auf einmal? 15 Gold und ein Buckler. Ja, okay. Aber ich freue mich, sobald die Orks ab Morrowind spielbare Charaktere sind. Also spielbare Rassen. Und nicht mehr Feinde. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch in Daggerfall so sind. Ich glaube, mit ein paar Mods könnte man die eigentlich rein theoretisch auch hier spielbar machen. Nur die Mods, die ich bisher installiert habe oder versucht habe zu installieren, funktionieren nicht so richtig. Ah, hier haben wir wieder einen Minenschacht. Gehen wir mal rein. Schauen mal, wo wir ankommen. Wieder hier. Das geht endlos nach rechts hier. Nach links meine ich. Entschuldigung. Ich glaube, ich laufe bisher falsch. Muss Richtung Westen. Hier ist eine Tür. Ah, okay. Ich weiß, wo wir hin müssen. Aber ich würde hier trotzdem noch weiter erkunden. Warte mal. Ne, wir sind hier schon richtig, wo wir jetzt gelandet sind. Ah, okay. Hier geht's raus. Doch. In dem Raum waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Gibt's auch aber nichts zu holen. Da schon mal die große Kammer, wo wir hin wollen oder müssen. Oh. Ich speichere hier. Vorsichtshalber mal. You come upon a strange sight. A room with cells down either side and each cell seems to be hungry spider. You see three more cells along the southern wall. Next to them stands a dark portal. Das ist aber ein Spaß. Geht das auch irgendwann mal auf?
Den Talk nehmen wir auch mit, was nochmal Talk ist. Okay, hier kommt keiner. So, oh, Crystal. Crystal Meth. Da haben wir eine Spinne, also da gehen wir nicht rein. Hier haben wir auch eine Spinne, da gehen wir auch nicht rein. Hier wieder eine Spinne. Hier wieder eine Spinne. Hier wieder eine Spinne. Und noch eine Spinne. Zelle 1. Okay. Hier ist Zelle 2. Hier ist Zelle 3. Ich glaube, das speichern wir auch hier noch einmal. Ab dem Moment, wo wir ja hier an der Zelle sind, beziehungsweise bei dem Kerker, hat das Spiel bei mir angefangen, ein bisschen zu ruckeln. Wie es weitergeht, erfahren wir halt in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.